Viva Club Rotation und wir haben heute eine sensationelle Nachricht zu verkünden, denn Blank & Jones, es ist als erstes gelungen, Toni Couture, eine Sängerin, auszuspannen. Wir haben es geschafft, wir haben Daisy D verpflichtet für die neue Blank & Jones Single. Ja, ich bin so glücklich. Sie hat die Vocals Heartbeat gesprochen. Sie musste wochenlang, es üben. Beat? Welcome by Club Rotation. Schön, dass du wieder da bist, du alter Sack. Hey, wie geht's? Gut? Super. Schön, dass du wieder da bist. Bei Club Oder dass wir wieder da sind, ne? Genau. Okay, Pete, erzähl mal, wie es hier aussieht bei dir und bei Jasper und so mit euren Produktionen. Nein, sehr gut. Ist eigentlich so im Moment, das ist unser neuestes Baby. Ja. Und das ist eigentlich so das Erfolgreichste bisher. Wir haben es bis auf Platz 2 in den Dance-Charts geschafft. Und das ist für uns immer eigentlich so das Wichtigste, weil als DJs sind so die Dance-Charts wichtiger als alles andere. Weil das heißt, die anderen DJs spielen deine Nummern auch und das ist halt maßlos. Es ist wichtig, dass die Sachen halt auch in den Clubs laufen und dass die Leute darauf feiern. Das ist auch für uns als Produzenten halt das Wichtigste. Und jetzt habt ihr vielleicht ein Album im Kopf oder noch nicht? Nee, wir haben halt, wir produzieren ja ziemlich viele Sachen, weil wir gerne verschiedene Stile machen. Ja. Und deswegen haben wir ja mehrere Projekte. Und vielleicht machen wir irgendwann mal so ein Best-of von allen Projekten zusammen. Ja, ja. Aber ein Album, wir machen Dance. Und Dance ist immer jedes Single für einen Club. Das ist die Findest Hauptsache. Findest du? Ich finde, es ein guter Album ist. Es muss aber klingen wie ein Compilation, finde ich. Ne? So ein Dance-Album. Aber ja, das könnten wir ja mal machen. Ja. Das ist der Kram, den wir produzieren. Ja, why not? Halt so ein Mix-Album oder so. Das ist ja auch immer ganz interessant. Halt, sodass das DJ-Sein auch ein bisschen rüberkommt. Genau. Also nicht so eine Aneinanderreihung von Tracks, sondern so richtig in einem Mix halt. Ja. Ihr sind fast so die Ikonen von DJs geworden. Ich meine, jeder redet davon. Oh, die Jungs sind total und so. Wie sieht's aus bei den Mädels? Weil du hast mir da mal hier vertreten und die Briefe, das war ohne Ende. Aber wie sieht das jetzt aus bei dir so, wie ist es weitergegangen bei dir? Ich freue mich tierisch über die Post. Post kann mehr kommen, kein Problem. Ich schicke das weiter. Genau, und Toni haut mir dann auch immer ab und zu mal auf die Finger. Und es war total schön, das ist klasse, weil wir freuen uns eigentlich immer über jedes Feedback, was wir machen, ja, ne? Weil du hockst halt im Studio rum und weißt nie, was passiert und da gibt es halt dann die Dance-Charts, aber halt auch so Fanpost und das ist total klasse, wenn du da mal ab und zu was kriegst. Habt ihr nie im Studio so Diskussionen von, nee, ich finde das besser, nee, lass das sein, ich mach das so? Ja, natürlich gibt es das auch, man ja, findet dann mal, doch immer... Mal. Ja, ich meine, es gibt natürlich... Es gibt schon verschiedene Geschmäcker bei uns beiden, aber wenn wir halt nicht ungefähr auf einer Linie wären, könnten wir halt auch nicht zusammen produzieren. Man muss dann schon irgendwo einen Kompromiss finden oder mal gibt der andere nach oder halt dann wieder der andere. Also das ist schon ziemlich ausgeglichen. Wir haben dann so zwei Baseballschläger und machen ab und zu mal den. Ja, und 98 ist jetzt noch jung. Habt ihr noch irgendwie ein paar ausgefahrene Pläne für 98 oder sagst du, naja, das war es eigentlich so ein bisschen... Bist du verrückt? Es geht ja gerade erst los. Ja. Nein, ich bin halt super happy, dass ich nochmal auf der Mayday auflegen darf dieses Jahr. Und da haben wir jetzt halt gerade so die letzten Wochen im Studio verbracht und haben halt zusammen wieder einen fetten Mayday-Track gemacht. Der Mayday-Team, oder? Wir werden den heute Abend mal testen hier bei euch. Ja, wir haben Bitte? World Premiere. Wow. Aber mehr wird noch nicht verraten. Okay, das ist gut. Ja, Jungs. Pete, ja? In ein paar Wochen will ich gerne irgendwo hingehen, so fahren. Willst du mir dann nochmal vertreten, bitte? Wenn du mir versprichst, danach wiederzukommen, ja. Okay, gut, okay, das mache ich. Das ist ein Deal. Ja, okay. Gut. Okay, das ist dann in 2 Wochen. Ja. Dann gehe ich so ein paar Tage weg und dann... Ah, du kommst wieder. Ich komme wieder. Okay, aber eine Woche mache ich das. Okay, gut. Einmal mache ich das. Briefen könnt ihr in 2 Wochen schicken bei Pete. Leute, Jasper, wir sehen uns später, normal, ne? Ja. Später. Legt ihr auf, macht ihr die Leute verrückt. Ganze Nacht, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Bis die Sonne aufgeht. Bitte, was hast du gesagt? Wir rocken das Haus. Okay, rock the house. Später mit natürlich Blank & Jones in the house. Okay, Babies, bis dann. Tschüss. Ein Video für euch in the house.